Hallo, lieber Skorpion, hier kommt deine Kartenlegung. Dein Sternzeichen Quickie für die neue Woche, 7. bis 13.08.2023. Schön, dass du da bist. Die Legung hier ist für dich, wenn du den Skorpion hast im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Vielleicht schaust du auch quer für jemanden. Herzlich willkommen. Dann gucken wir mal. Es geht um Neuanfänge. Neuanfänge. Wir sehen das hier auch an ihrem Kleid, ne? Also nach dem Winter kommt der Frühling, man erblüht. Also es geht um neue Ideen. Vielleicht entdeckst du auch an dir ganz neue Facetten in deinem Leben. Vielleicht gehen alte Phasen vorbei, neue Phasen starten, wo du auch nochmal eine andere Klarheit kommst, was so, ja, los ist bei dir. Wo du einfach merkst, okay, da habe ich wieder mal einen Wachstumsschub hingelegt. Aber wir gucken mal, was das Tarot dazu sagen möchte. Was der Skorpion hier an Neustart, Energie, an Neuanfängen oder auch Neuinterpretationen mit sich bringt. Worum geht es denn hier beim Skorpion in der neuen Woche? Ich nehme die hier einfach nur alle. Mond, Sonne und Mond haben wir hier schon mal zusammen. Mond und Sonne in der Reihenfolge. Das ist ja auch nochmal spannend. Also hier, ja, so Balance reinbringen, Dualitäten anschauen. Bei der Münzen habe ich hier, finde ich auch nochmal spannend hier mit den Dualitäten. Also so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Also tada, 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 tada. Und jeder will irgendwie dir reinquatschen. Und hier haben wir den Hinweis. Und es scheint echt so ein Thema zu sein, weil die Waage und der Löwe hatten das auch sehr, sehr stark diese Woche und ich glaube, die Fische auch, in der inneren Stärke zu bleiben, in der inneren Verbundenheit zu bleiben, bevor man sich in irgendwas reinquatschen lässt, lieber ein Stoppschild hinzuhauen, der Gehängte, und zu sagen, n-n-n, ich habe dir nicht um deine Meinung gebeten. N-n-n, freue nicht, interessiert mich nicht. Also bevor du dich verwirren lässt von anderen, weil die irgendwie ihren Senf dazugeben wollen, weil das, was du gerade vorhast, denen nicht in den Kram passt. Nicht, dass es dir nicht in den Kram passt, dir passt es in den Kram. Du findest es toll, die Idee, eine Veränderung, eine Neuinterpretation von was, einen neuen Weg einzuschlagen, was auch immer, wie das aussieht im Detail. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, was das ist, lieber Skorpion. Aber die Karten wollen sagen, lass dir nicht reinquatschen. Deine Entscheidung, dein Weg. Und das ist ein schöner Weg, den du da gehst. Und vielleicht ist noch nicht alles klar, weil es ist ja ein neuer Weg. Man muss sich da natürlich auch erstmal reinruckeln. Aber es geht definitiv nicht darum, da reinquatschen zu lassen von Leuten, die diesen Weg, nämlich den deinen, nicht gehen. Die gehen ja ihren Weg. Und da geht es darum, wirklich in der eigenen Kraft zu bleiben, in der eigenen Erhabenheit zu bleiben, gegebenenfalls zu sagen, weißt du was? Ich möchte nicht weiter über dieses Thema reden und ich mache es alleine. Ich brauche deine Unterstützung nicht, wenn du mich hier nur verwirrst oder mich runterziehen willst oder mir deine Beschränkungen, deine eigenen Begrenzungen aufdrücken möchtest. Das kannst du ja ein bisschen netter ausdrücken, ne? Ich mache es auch alleine. Dann bestelle ich meinen Garten Eden halt alleine. Dann erblühe ich halt alleine. Du musst da nicht mitgehen. Ich brauche nicht deine Absolution, um meinen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass du mit diesen Menschen brechen musst in keinster Weise. Es geht nur darum, achte ein bisschen drauf, was du wem erzählst und ob nicht Leute, die in ihren eigenen Ängsten gefangen sind, dir Sachen ausreden wollen, die mehr über ihren Weg sagen und über ihre Sicht aufs Leben und ihre Lebensweise aussagen, als über dich selbst. Lass dir nicht reinquatschen, was du zu tun hast. Wenn du sagst, es ist Zeit für was Neues, dann ist Zeit für was Neues. Nicht, weil du unbeständig bist, sondern weil du sehr genau einschätzen kannst, wann irgendwas Altes ausgedient hat und jetzt was Neues kommt. Was haben wir als abschließende Botschaft für unseren Skorpion? Was haben wir hier noch als Tipp, Rat, Hinweis? Ja, wir haben hier nochmal die Karte der Erleuchtung, des Erstrahlens. Halte den Kopf hoch und der Sonne entgegen. Du gehst der Sonne entgegen. Die anderen müssen das nicht machen. Du folgst deinem Weg, muss niemand sonst machen. Und wo kann ich am besten erblühen? In der Sonne. Nicht im Zweifel, in der Angst, im ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also, du bleibst verbunden mit dir, lässt dir nicht reinquatschen, überdenkst die Sachen und triffst deine eigenen Entscheidungen. Für dich, dir zum Gefallen. Niemand sonst. Das ist deine Botschaft, lieber Skorpion. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich wünsche dir eine Woche, in der du sehr gut bei dir und mit dir verbunden bleiben kannst. Und der Hinweis auch nochmal, der Online Heroes Kongress, ich sage mal falsch, der Online Heroes Kongress, der läuft noch, ist am Freitag gestartet. Mein Interview geht Donnerstag live, melde dich kostenfrei an. Ich verlinke dir das hier
hier irgendwo. Und auch unter diesem Video. Coole, inspirierende Interviews, coole Gespräche zu allen möglichen Themen und wo es genau darum geht, für sich selbst einzustehen, seinen Weg zu gehen. Also ich glaube, mehr Inspiration zu diesem Thema geht gerade gar nicht. Melde dich da an, ist kostenfrei und schau auf jeden Fall mein Interview am Donnerstag. Da freue ich mich. Ich danke dir und ja, wünsche dir eine sehr schöne Woche und hör hier nicht auf die Quatschis. Brauchen wir nicht.